Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ich bin immer noch ein Bär und ich würde sagen, ich brülle einfach mal noch eine Runde. Genauso schaut das nämlich aus hier und jetzt bleibe ich einfach mal noch ein Bär und als nächstes, was mache ich denn als nächstes? Wen nehme ich denn überhaupt mit? Dich, dich und dich. Die anderen brauche ich irgendwie gar nicht. Ja, wir nehmen erstmal an. Und ich überlege mir, wo kann man denn als nächstes hin? Wo muss ich denn als nächstes hin? Und das heißt, ich werde hier nochmal kurz rausgehen und in mein Journal gucken müssen. Hier habe ich das, das kann ich aber noch nicht machen. Okay. Okay, ich könnte natürlich nach Denerim. Ja, nach Denerim gehen. Und diese Quest abgeben. Gut, in Denerim haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Manches geht aber auch eh erst später. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich gehe jetzt ganz kurz mal nach Denerim, weil ich da ja zum einen nicht nur eine Quest abgeben kann. Ich bin immer noch ein Bär, fällt mir gerade ein. Ich kann ja auch noch meine Rüstung abholen eigentlich. Oh, komm her. Ich kämpfe jetzt einfach als Bär gegen dich, du Arschkrampe, und dann wollen wir mal gucken. So. Nix da. Ne, das Bärkämpfe sind irgendwie blöd, der hat so wenig Fähigkeiten. Das ist doof. So, euch beiden kleinen Pissnecken. Warum machst du nichts? So. Werden die mal schnell ausgemerzt, die kleinen Dreckspisos. Oh, die haben wir noch. Ach, da hinten haben wir auch noch ein Vieh. So. War's das? Ja, ne? Das war's soweit. Wenn ich mal schnell alles einsammeln, was hier die gute dunkle Brut uns hinterlassen hat. Verstanden. Wird erledigt. Wie ihr wünscht. Und dann geht's aber weiter nach Denerim. Gut, fangen wir an. Ja, die Elfenwurzel nehmen wir auch mal eben mit. Da ist noch einer. Da. Das sollte kein Problem sein. Das finde ich sehr schön. Verstanden. Ach, du bist doch zu blöd dafür. Ach nee, doch nicht. Mit dem geht's. Sehr schön. Dann haben wir die ganze Scheiße hier kaputt. Stört eh nur. Ja, okay. Wo komme ich jetzt hier weiter? Ach, hier. Was war hier? Weg zurück? Wohin zurück? Hä? Egal. Einfach weitergehen. Sich nicht darum kümmern, dass hier irgendwie noch andere Sachen stehen, von denen ich nicht weiß, was die bedeuten. Man muss ja auch nicht immer alles mitnehmen. So, jetzt öffne ich die Tor zu Denerim und es dauert ein bisschen, weil die Tür schwer. Sehr schwer. So schwer, dass es halt eine Weile dauern kann, die zu öffnen. So, und ich bin in Denerim. Juppidu! Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Ja, ja. So, Wade, bist du denn mit meiner Rüstung schon fertig? Ich will es ja hoffen. Herren, erzähl mir mal. Wir haben geschlossen. Oh, ihr seid. Genau, ich bin's. Die Rüstung aus Dragoschuppen ist fertig. Cool. Und sie ist brauchbar geworden.
Auf einiges bin ich regelrecht stolz. Brauchbar. Und es hat gar nicht so lange gedauert, wie befürchtet. Komisch. Ihr solltet darauf sehr stolz sein, Wade. So etwas können wir uns nicht nochmal leisten. Es geht mir gut. Ich würde heute gerne an der Rüstung von Lord, wie heißt er nochmal, arbeiten. Ach so. Mal sehen, wie Lord, lange wie heißt er nochmal? Hier ist eure Rüstung. Jetzt geht bitte. So, sehr schön. Quest ist absolviert. Dann will ich nochmal gucken, weil ich glaube, die ist nicht unbedingt anders als die, die ich habe, oder? Ne. Ach so, die hat ein bisschen, Geschicklichkeit, Feuer. Ja, mal mehr die Resistenzen hoch und dann zusätzlich noch ein, ja, Geschicklichkeit. Also ehrlich gesagt ist das ja eigentlich gar nicht mal so die Rüstung für mich. Ja, das wäre eigentlich an und für sich eher eine Rüstung für, ja, keine Ahnung. Aber egal, die bleibt jetzt bei mir. So, ist mir doch wurscht. Verstanden. Immerhin bietet die mir ein bisschen Schutz. Eigentlich wäre die ja eher was für so einen Schurken, also für Saffron oder für Liliana. Ist mir aber völlig Banane, weil ich behalte die einfach. So schaudert nämlich. So, hier kann ich jetzt erstmal die 15 Giftextrakte abgeben. Was darf es denn sein, Fremder? Ich habe einer eurer interessierten Gruppierungen einen Gefallen erwiesen. Okay. Er nickt diskret und so weiter und so fort und ich nicke und gehe weg. Was, so wenig? Ich habe nicht mal ein Gold dafür bekommen. Das hat ziemlich wenig. Ha. Naja. Gut. Egal. Ich könnte jetzt noch mal kurz gucken. Ach genau, ich habe ja noch eine Quest für... Wo sind denn hier Gefährten? Schwert der Birisat. Sein hat die Verwandlung und die Kontrolle über Schwert aufgebaut. Die Birisat hat niemals an ihn genommen. Ja, okay, ich habe versprochen, mein Schwert wiederzufinden. Die Frage ist, wo kann ich es denn finden? Ich glaube, mich da dunkel daran zu erinnern, dass in der Nähe des Cadenhardsees... Ne, hier... Nicht im Zirkel, sondern im Kellenhardsee. Dass da irgendjemand stand. Muss ich nochmal gucken. Oh. Da hatte ich wohl einen schlechten Traum. Ihr seid wach. Habt ihr es auch gespürt? Es war, als hätte der Erzdämon uns gesehen. Gesehen! Was bedeutet das? Ich glaube... Moment. Habt ihr das gehört? Oh. Jetzt werden wir schon hier im Lager angegriffen. Hammer. Los, Männers! Wir müssen die Gegner zurückschlagen. Warum falle ich denn jetzt hin? Alter, hier sind ja voll viele. Boah, Marsch! Na weg hier! So, einfrieren! Die alte Kackrade! Und weg! Sind's alle oder kommen da noch welche? Es ist vermutlich so, wie Duncan gesagt hat. Wir können sie spüren und sie spüren uns. Wir sollten von nun an noch vorsichtiger sein. Dieses Lager ist nicht mehr sicher. Oh ja. Was schicken Sie als nächstes? Verstanden! Steuereintreiber der dunklen Brut? Wir sollten Befestigungsanlagen um das Lager herum errichten. Wie nervtötend. Wie nervtötend. Alle gehen wieder... Nee, warte mal. Doch, alle gehen... Es ist erledigt. Bodan ist gar nicht mehr da. Wir sollten weitergehen. Noch jemand was zu sagen? Ach, guck mal, Morrigan steht ja jetzt sogar hier. Ich möchte euch eine Frage stellen. Nur zu? Ich möchte wissen, was ihr von der Liebe haltet.
Was ich davon halte? Wir beide haben immerhin die Schlafstadt geteilt. Wir sind uns nahe, schon seit einiger Zeit. Ihr habt mich beeindruckt und mich sogar vor Flemmes beschützt, ohne Hoffnung auf eine Belohnung. Ich fühle mich seltsam, wenn ich euch ansehe. Mir gefällt dieses Gefühl der Abhängigkeit nicht. Es macht mich schwach und das hasse ich. Wenn das Liebe ist, wäre es mir wichtig, dass ihr nicht genauso empfindet. Wollt ihr damit etwa sagen, dass ihr mich liebt? Nein, das will ich damit nicht sagen. Ihr müsst besser zuhören. Ich will damit sagen, dass ich dumm war. Ich habe zugelassen, euch zu nahe zu kommen. Das ist eine Schwäche. Liebe ist keine Schwäche. Ihr hört mir nicht zu. Seid doch nicht so dumm. Es ist zu eurem Besten. Ich bin nicht wie andere Frauen. Ich bin es nicht wert, dass ihr wegen mir abgelenkt seid. Und andersherum gilt das Gleiche. Ihr seid das sehr wohl wert. Ihr seid unmöglich. Ich weiß. Wie ihr meint. Aber eines sage ich euch. Am Ende werdet ihr es bereuen. Ich sterbe sowieso vor dir, von daher ist das ja kein Thema. Graue Wäsche werden ja eh nicht so alt. Jetzt möchte ich gerne meinen Weg fort. Moment, war der, ist der jetzt wieder da? Nein. Verdammt, der ist weg. Na, dann setze ich erstmal meinen Weg zum Cadenhardsee fort. Ja. Ja, ich möchte weiter zum Cadenhardsee, bitte. Danke. Ach nee, jetzt wieder hier. Stimmt, wir sind ja gar nicht aus Denrim losgekommen. Richtig. Ach meine Güte. Ständig diese Unterbrechungen. Was ist denn hier los? Wer bist denn du? Ochsen. Habt ihr Geld, Fremde? Jetzt, wo Orsama abgeriegelt ist, kann der alte Tigrin euch Rabatt geben. Beste Waffen, feinste Zwergenarbeit. Lasst mich mal sehen, wofür ich Rabatt bekomme. Oh, okay. Gekauft. Hast du einen Rucksack? Nein, hast du nicht. Warum nicht? Oh, blaue Saturnschuhe. Komm, die kaufe ich auch. Silbernes Schwert der Gnade kaufe ich. Gemälde der Rebellkönigin. Ich weiß nicht, ob ich das alles brauche. Ich kaufe es einfach. Scheiß drauf. Ich hab's doch. Ja. Mehr hast du nicht? Na gut. Wenn du nicht mehr hast, dann hast du nicht mehr. Jetzt muss ich mal Inventar. Wo ist denn das schicke Buch, das ich gerade gekauft habe? Hier. Nein. Buch der verschiedenen Fähigkeiten. Wo bist du? Ah, hier. So. Aufgestiegen. Ach, jetzt kriege ich hier irgendwas. Okay. Oh, dann kann ich direkt auf Überleben was bringen. Sehr schön. Immerhin. Für 12 Gold, da kann man sich ja mal... Verstanden. Ist ja quasi nix. Ich habe ja genug. Also am Anfang dauert es echt lange, bis man irgendwie mal ein bisschen Gold hat, finde ich. Aber jetzt... Wie viel habe ich denn überhaupt? Ich habe 102 noch und ich habe mir gerade für 12 Gold was gekauft. Also hier im Plünderer. Der ist es nämlich. Ich war zuerst hier. Ihr habt hier nicht zufällig ein Schwert gefunden, oder? Warum? Wollt ihr eins kaufen? Nur wenn es ein Kunari-Schwert ist. Ein was? Es wäre vermutlich ziemlich groß und unhandlich. Also, um ehrlich zu sein, ich habe keine Schwerter. Dieser Platz war schon ziemlich abgegrast, als ich hierher kam. Aber ich habe einen Teil eines Handschuhs gefunden, den die Wölfe nicht so sehr zerkaut haben. Zumindest glaube ich, dass es ein Handschuh war. Sagt nichts. Ich weiß selbst, dass ich übers Ohr gehauen wurde.
Ich kenne den Kerl, der vor mir hier war. Er hat mir diesen Platz verkauft. Er sagte, er habe Riesen und jede Menge verrückte Wertgegenstände gefunden. Er hat allerdings nicht erwähnt, dass er außer Knochen und Dreck schon alles mitgenommen hat. Sein Name ist Farron. Ein nervöser kleiner Bastard, wenn ihr mich fragt. Das habt ihr zwar nicht, aber ich sage es trotzdem. Spaßvogel. Wo ist er jetzt? Er wollte nach Orsamar. Ich könnte mir vorstellen, dass er inzwischen schon dort ist. Wenn ihr ihn findet, sagt ihm, ich habe euch geschickt. Das wird ihm richtig Angst machen. Orsamar, ich verstehe. Hier sind auch noch drei so eine Spaßvögels. Ich glaube, gegen die muss ich kämpfen. Oder kann ich kämpfen? Müssen ist ja nicht, ne? Ach, das ist hier einer von den Deserteuren, genau. Ist das irgendein Problem? Ich bin im Namen der Blackstone-Freischärler hier. Oh, worum geht es? Ich habe gehört, ihr hättet die Gilde der Gilde Vorräte gestohlen. Nein, ich bin hier, um euch für eure Desertion festzunehmen. Ich habe befürchtet, dass dies geschieht. Aber ich hatte gehofft, dass nicht ihr mich aufsuchen würdet. Kennst du mich? Ich habe keine Wahl. Nicht. Vergebt mir, Wächter, aber ich kann nicht mit euch zurückkehren. Ach, und dann denkst du auch, wir greifen ihn einfach mal an. Ist ja nur ein grauer Wächter da. Der kann ja eh nichts. Wach, nee, da kommt uns sogar so ein Templer zur Hilfe. Geiler Scheiß. Weg mit dir. Oh, hier ein bisschen Brutzel. Oh, das war's. Vorratsbündel. Thank you. So, da will ich mal kurz gucken, gibt's hier irgendwie was Neues? Nein. Schön, euch wiederzusehen. Nur Produkte der Fantasie eines anderen sein. Figuren. Exakt. Ihr, ich, alles. Alles nur ein Traum. Aber wessen Traum und wessen Unterhaltung? Wesen mit kosmischer Macht. Die haben, glaube ich, ein bisschen zu viel geraucht oder so. Da möchte ich mich gar nicht drauf einlassen auf sowas. Das ist nicht gesund. Auf Dauer zumindest nicht. Okay, jetzt ist er zumindest Orsamar, das heißt. Aber wir sind hier in der Nähe von Orsamar oder wir machen jetzt das. Nö. Soldatengipfel. Wir versuchen jetzt mal hier unseren alten Stützpunkt wieder zu erobern. Und da wären wir. Soldatengipfel. Beim Atem des Erbauers ist das riesig. Was für eine Festung. Ich hab doch gesagt, die Karte führt uns durch die Tunnel. Gebt es ruhig zu. Ihr habt euch mehrmals verirrt. Ich hab mich nicht verlaufen. Da sind ein paar Flecken auf der Karte. Egal, wir sind da. Nun, ich werde euch folgen. In angemessener Entfernung. Ja, nee, ist schon klar. Dieser Ort trägt den Geruch des Todes. Ich rechne damit, dass Schwierigkeiten auf uns warten. Der Soldatengipfel hat auch schon bessere Tage gesehen. Wohl eher bessere Jahrhunderte. Einst standen die Wächter in voller Blüte, genügend Leute, alle der Aufgabe gewachsen. Und heute müssen sie sogar Leute wie euch aufnehmen, Alistair. Hey! So, bevor ich das aber mache, werde ich mal eine ganz kleine Unterbrechung in Form eines Schnitts einbauen, den werdet ihr fast überhaupt gar nicht bemerken. Und dann geht's gleich sofort weiter. So, da bin ich wieder zurück. Und dann können wir weitergehen. Da können wir Richtung Soldatengipfel gehen. Schöne Burg. So, und damit sehen wir eine kleine Sequenz. Zurück! Zurück! Na los! Herr, den Gipfel einzunehmen könnte schwierig werden. Ich habe den Wächtern eine Chance gegeben, ehrenvoll zu sterben. Doch sie verschanzen sich wie Feiglinge. Wir folgen dem Rat des Königs und hungern sie aus. Aber auf dem Gipfel gibt es Vorräte für Monate. Dann warten wir.
Wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Waffen nicht mehr heben können, überstellen wir sie dem letzten Gericht. Was war das? Ich fühlte mich leicht benebelt. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Habt ihr es auch gesehen? Ich habe mal eine orlesianische Ballade über etwas Ähnliches gehört. Eine Schönheit, die in ihrem Traum gefangen war. In dem Lied wacht Belissa nie mehr auf. Eure hübsche Freundin hier macht mich nervös, Wächter. Wie kann das überhaupt möglich sein? Hier muss es doch spuken. Der Schleier ist hier sehr dünn. Im Turm des Zirkels war es genauso. Der Schleier? Er trennt uns von nichts und den Dämonen. Dämonen? Andraste sei Dank, dass ihr gekommen seid, Wächter. Nach euch. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir begeben uns mit dem Soldatengipfel. In das dritte DLC in-game, also in das dritte in-game DLC, könnte man dann auch quasi sagen. Was dann auch das letzte DLC ist. Jetzt kann ich das nicht benutzen. Was wir in-game zu bestaunen haben. Oder bestaunen können vielmehr. Denn alle anderen sind dann extern, wenn man so möchte. Ach, Dämonen, immer Dämonen, Dämonen, Dämonen. Wie ihr wünscht. Nein. Na, wenigstens habe ich hier auch getroffen. Das ist ja auch schon mal was. So, du komm, verpiegel dich, du komisches Dingsbumsvieh. Und du auch, du Ding. Ach so, scheiße. Die sind ja hier gegen alles immun, was ich mache. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Du erstmal das. Hier ist schon mal einiges vom Leben weg. Tot bist du dann auch noch. Das finde ich ja super toll. So. Jetzt möchte ich mal kurz hier runter. Ich werde erstmal gucken, ob es hier noch ein bisschen was. Ach, hier. Ja, genau. Hier gibt es einfach mal noch 23.000 andere. Ja, toll, die habe ich irgendwie nicht getroffen. Das war natürlich ein bisschen blöd. Ach, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Das ist doch. So. Alter. Steh mal auf, geh mal ein bisschen weg hier und dreh dir mal ein bisschen ein hier und na gut, dann ist der andere halt weggelaufen, das ist mir auch gut. So, du bist schon mal kaputt. Dann machen wir das und wir machen das. Wo sind die? Die sind hier oben. Wir kommen, um dir zu helfen. Ja, tot. Tot. Sind jetzt alle? Okay, weil hier geht es nämlich in die Festung direkt. Ich möchte aber, bevor ich in die Festung gehe, hier alles einmal genauestens untersuchen. Eine alte, eine Armbrust, nice. Eine Armbrust finde ich ja eigentlich schon wieder cool, auch wenn die ein bisschen eigentlich ja länger dauern würde zum Laden, aber das ist ja wurscht. Ich benutze sie sowieso nicht. Allerdings könnte ich natürlich Liliana damit ausstatten, oder nicht? Ach, guck mal. Krieger oder Schurke? Ja, okay, dann darfst du das benutzen. Ach, du kannst nicht. Du brauchst dafür Stärke. Ah, okay. Dann halt nicht. Allerdings, Liliana, einmal so, du wechselst mal wieder auf deine Messers oder Dolches oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Einen kriegst du noch, ja. Pff. Warum hast du eigentlich Bogenschießen so viel, aber nichts mit zwei Waffen? Erstmal kriegst du das hier. So. Okay, hier habe ich mir jetzt soweit alles angeschaut. Jetzt werde ich mir erstmal noch den Schutzschild hier machen. Jetzt, wo die Gefahr vorbei ist, werde ich mir einfach mal ein Schutzschild machen. Ne? Kann man ja immer mal brauchen, sowas. So. Neue Quest. Wieso habe ich denn hier eine neue Quest bekommen? Moment. Die Geschichte des Stützpunktes der Grauen Wächter.
Du hast einige der Geheimnisse des Stützpunktes am Soldatengipfel enthüllt, da es möglicherweise noch mehr herauszufinden gibt. Solltest du danach suchen. Dann werde ich das natürlich tun. Wenn mich das Questbuch so nett daran erinnert, oder mir das so nett aufdrängt, dann werde ich das tun. Selbstverständlich. Aber jetzt betreten wir erst einmal die Festung der Grauen Wächter.